Ein letztes Mal begrüßen wir alle Zuschauerinnen und Zuschauer des Livestreams heute zum bundesweiten Digitaltag. Der Tag ist schon gut vorangeschritten und mittlerweile haben knapp 2000 Veranstaltungen und Aktivitäten rund um Digitalisierung in Deutschland stattgefunden. Viele Aktionen haben sich auch um digitale Bildung gedreht. Im Saarland gab es zum Beispiel eine virtuelle Unterrichtsstunde mit dem Ministerpräsidenten Hans. Vielleicht habt ihr aber auch an einer der vielen Schnupperkurse und Schnupperstunden zum Programmieren teilgenommen. Wir freuen uns sehr, dass wir jetzt zum Abschluss noch einmal mit zwei Förderern des Digitaltags sprechen können, die sich auch für digitale Bildung und Teilhabe engagieren. Für Microsoft zugeschaltet ist uns jetzt Astrid Opele. Sie leitet das gesellschaftliche Engagement von Microsoft Deutschland. Außerdem mit dabei ist Inga Paus, Vorsitzende der Geschäftsführung der Vodafone Stiftung. Herzlich willkommen, schön, dass Sie in dieser Runde dabei sind. Danke. Danke. Hallo auch von mir. Ja, ich für meinen Teil bin ehrlich gesagt erschreckend wenig in der Schule mit digitalen Technologien in Berührung gekommen. Und um sowas zu ändern, gibt es von der Vodafone Stiftung die Bildungsinitiative Coding for Tomorrow. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen mehr wissen. Heute konnte man mit der Initiative zum Beispiel schon basteln und programmieren oder auch ein eigenes Escape Game erstellen. Frau Paus, was macht denn Coding for Tomorrow genau? Genau, das ist ein Programm, das haben wir vor 4 Jahren ungefähr ins Leben gerufen. Und es geht wirklich darum, den Schulen Angebote zu machen. Das heißt, wir machen sowohl für Grundschüler als auch Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Schulen Coding-Workshops oder auch kleine Online-Tutorials. Das ist, gibt eine ganze Bandbreite von Dingen, die man da tun kann. Und es geht darum, wirklich Kinder spielerisch an diese Technologie ranzuführen und ihnen einfach zu zeigen, was sie damit machen können. Und möglichst das Ganze so zu gestalten, dass tatsächlich auch Kinder, die glauben, dass sie mit MINT und Coding nicht so viel am Hut haben, unter anderem natürlich auch Mädchen, tatsächlich sehr früh abzuholen, dafür zu begeistern, was da alles möglich ist. Das ist nur ein Bestandteil, weil das funktioniert natürlich nur, wenn die Lehrkräfte eben auch wissen, was geht. Und deswegen haben wir, ist eine der Kern unseres Programms tatsächlich auch die Lehrkräftefortbildung. Und das funktioniert super gut. Und wir machen das zum Teil bei unserem Coding Hub in Düsseldorf. Das muss man sich vorstellen wie so einen großen Makerspace, wo wir auch das Programm entwickeln und testen. Aber wir machen das eben auch gerade im Corona-Jahr virtuell mittlerweile und hoffentlich bald auch wieder mindestens hybrid. Das hat aber trotzdem erstaunlich gut funktioniert im letzten Jahr. Super, das heißt, Sie gehen einerseits in die Schulen rein und andererseits machen Sie aber auch ganz viel außerhalb in sogenannten Makerspaces, also Erlebnisräumen. Wie sieht denn digitale Bildung oder eine gute digitale Bildung dann für Sie aus? Macht es genau diese Kombination oder wie stellen Sie sich das vor? Genau, also wichtig ist, warum gehen wir an die Schulen? Es gibt ja auch ganz viele außerschulische Angebote, das ist auch wichtig, ne? Den Kindern am Nachmittag eine Möglichkeit zu geben, da auch sich selber auszuprobieren. Das Problem ist allerdings, denn da kriegen sie immer die üblichen Verdächtigen. Kinder, die extrem motiviert sind, die sowas ohnehin schon auch zu Hause tun, die Eltern haben, die sie da fördern. Und wenn Sie tatsächlich so unter dem Aspekt Chancengerechtigkeit auch andere Kinder abholen wollen, dann geht das nur in der Schule, weil das ist der einzige Ort, wo alle Zugang zur Bildung haben, auch in vielleicht Regionen, in denen, ne, oder Bezirken, in denen tatsächlich vielleicht nicht so einkommensstarke Schichten mit einem hohen Bildungsgrad sitzen. Und deswegen bohren wir das dicke Brett Schule, auch wenn es ungleich länger ist und mehr Aufwand bedeutet, weil wir eben alle Kinder erreichen wollen. Und bevor ich jetzt zu viel sage, würde ich Astrid auch gerne mal das Wort geben. Ja, wir würden auch ganz gerne noch mal auf die Zeit nach der Schule blicken. Da stellt sich ja häufig die Frage, was macht man jetzt und was muss man auch für verschiedene Qualifikationen mitbringen? Welche Qualifikationen sind denn besonders wichtig heutzutage aus Ihrer Sicht, Frau Opele? Ja, hallo zusammen. Genau, also Frau Paus hat es schon gesagt, eigentlich ist natürlich das Essentielle, dass wir mehr digitale Bildung in die Schulen bringen, mit vielerlei Programmen in der Schule, aber auch außerschulisch. Kooperationen sind hier, glaube ich, immer gut und gefragt. Aber was braucht es dann auch nach der Schule? Was wir erleben derzeit ist tatsächlich eine hohe Nachfrage auch nach solchen Kenntnissen. Was ist eigentlich künstliche Intelligenz? Was sind Algorithmen? Was versteht man unter
neuen Technologien insgesamt. Wie verhalte ich mich souverän im Netz? Themen wie Cybersecurity. All das sind Dinge, die wir nachgefragt bekommen, insbesondere eben auch von älteren Schülern und jungen Erwachsenen. Und diese Nachfrage bedienen wir auch gern mit Workshops und Initiativen, die wir extra aufgesetzt haben. Ja, ich habe auch gesehen, dass heute am Digitaltag unter anderem die Initiative IT Fitness mit dabei ist. Vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen, worum genau es dabei geht. Genau. Das ist eine Initiative, die richtet sich insbesondere eben an junge Erwachsene, aber auch Erwachsene, die tatsächlich Kenntnisse in der Welt der künstlichen Intelligenz vermittelt. Mit ganz konkreten Praxisbeispielen in der Arbeitswelt, aber eben auch aus dem gesellschaftlichen Leben, aus dem privaten Leben. Und innerhalb dieser Initiative haben wir auch ganz konkrete Lernangebote geschaffen zum Thema Berufswelt. Also was brauche ich tatsächlich für die Berufswelt der Zukunft? Welche Skills benötige ich? Im Grunde ist jeder Beruf inzwischen digitalisiert. Das heißt, auch Projektmanagement ist digitalisiert. Also auch diese Beispiele zeigen wir auf und zeigen, wie man auch niedrigschwellig sich hier weiterbilden kann. Und Berufseinstieg und Berufswelt ist auch ein gutes Stichwort. Sie, Frau Paus, Sie haben heute ja schon bei einer Aktion des Bundesverbands der deutschen Industrie teilgenommen. Da ging es auch um Weiterbildung und Frauen in Digitaljobs. Worum ging es denn da genau? Naja, wir sprechen ja seit 10, 20 Jahren, wenn nicht sogar schon länger davon, dass es eigentlich wichtig ist, eine Vielfalt auch in der Technologiebranche und in diesen Berufsbildern zu schaffen. Und weil wir einfach strukturell darunter leiden, dass wirklich ganz, ganz wenig Frauen diese Studiengänge in Betracht ziehen oder auch dann tatsächlich absolvieren und wirklich solche Jobs dann in Unternehmen oder auch in eigenen Unternehmen vielleicht auch ausüben. Und da ändert sich einfach nichts dran. Und wir fragen uns natürlich, warum. Deswegen wurde diese Initiative She Transforms IT von BDI und Bitkom ins Leben gerufen und eine ganze Reihe von Unternehmen, unter anderem Vodafone, unterstützen das. Und es geht wirklich darum, mal zu verstehen, wo eigentlich die Wurzel dieses Problems ist. Und die fängt natürlich tatsächlich zu Hause und im Kindergarten und in der Schule an. Und deswegen sind diese Programme also sowohl Microsoft als auch Vodafone wirklich so konzipiert, dass man tatsächlich die Kinder sehr früh abholt. Was wir gelernt haben, ist tatsächlich, sobald die in die Pubertät kommen, ist es ganz, ganz schwierig, bei den Mädchen oder bei den nicht MINT-affinen Jungen noch durchzudringen. Und deswegen muss man die früh begeistern, dass es für die ganz selbstverständlich wird. Und das setzt sich dann in der Ausbildung fort. Also wie kann ich vermeiden, dass Frauen Informatikstudiengänge oder informatiknahe Studiengänge abbrechen, weil sie quasi nur noch umgeben sind von irgendwelchen Jungs und sich da fremd fühlen? Und wie kann ich es im Unternehmen fördern, indem ich Frauen ermutige, wirklich diese technischen Berufe auch zu ergreifen, die sie sich oft nicht zutrauen, obwohl es da heute viel, viel mehr um Managementfähigkeiten geht, als tatsächlich um sehr, sehr technische, tiefe Themen. Und das haben wir diskutiert, Iris Plöger und Julia Freudenberg und eine sehr nette Kollegin von Adesso. Und ich glaube, da gibt es viel zu tun. Mal schauen, was She Transforms IT die nächsten Jahre da auf die Straße bekommt. Ja, Frau Operle, wie sieht es denn aus bei Ihren Weiterbildungsprogrammen, die Sie ja auch anbieten? Sieht man da, dass da tatsächlich die auch mehr von den Männern genutzt werden oder werden die gleich von Frauen und Männern nachgefragt? Ja, es ist in der Tat so. Es sind immer noch viel mehr Männer in den Programmen. Allerdings haben wir jetzt auch festgestellt, bieten wir insbesondere jetzt aufgrund der Pandemie eben auch Lerninhalte an, die die einem eine Weiterbildung im Job erlauben. Und gerade wenn man jetzt an die Gastronomie denkt, an die Hotelbranche zum Beispiel, die jetzt stark gelitten hat in der Pandemie, merken wir da schon auch einen starken Anstieg der Frauen, die sich auch digital weiterbilden wollen, um eben auch weiterhin am Arbeitsmarkt teilhaben zu können. Vielleicht eben auch durch eine Umschulung oder in eine andere, in eine andere berufliche Richtung dann mit Hilfe von IT-Schulung. Und ganz generell gesehen, jetzt nicht nur auf Frauen gemünzt, in welcher Verantwortung sehen Sie denn Tech-Unternehmen, wenn es darum geht, dass alle an der digitalen Welt teilhaben können? Ich glaube, ich,
Inga, wir sind uns einer Meinung. Ich glaube, ich fange mal an. Also ich denke, die Tech-Unternehmen haben eine ganz große Verantwortung hier. Es ist ja so, dass wir mit dafür verantwortlich sind, dass überhaupt Technologien auf den Markt kommen, dass sie angewendet werden. Und wir wollen natürlich auch Vertrauen schaffen in diese Technologien. Sonst werden sie nicht genutzt, sonst werden sie nicht souverän genutzt. Und das ist, was wir wollen. Wir wollen eine sichere Technologienutzung. Und von dem her ist es auch in unserem Verantwortungsbereich, dafür zu sorgen, dass alle Menschen teilhaben können an dieser digitalen Entwicklung, die wir derzeit erleben. Ja, ich spinne das mal weiter. Klar, auf der einen Seite natürlich, wie diese Produkte auch gestaltet sind und dass ich eben auch quasi die Mittel an die Hand gebe, zu verstehen, wie ich die souverän nutze. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, und das sehen wir insbesondere ja auch beim Schulthema, wir können natürlich als Tech-Unternehmen oder auch grundsätzlich Stiftungen nicht das kompensieren, was da strukturell vielleicht auch noch zu tun ist. Und ich meine, es ist nicht unser Job, und das ist auch aus gutem Grund so, tatsächlich die Lehrerausbildung an der Stelle zu modernisieren. Wir können da nur Impulse geben und zeigen, was geht. Aber das ist eine staatliche, hoheitliche Aufgabe. Und natürlich ist das total wichtig, nicht einfach nur das an den Staat zu delegieren, zu sagen, das erwarten wir von euch, sondern auch zu unterstützen bei so einem Transformationsprozess. Aber es gibt schon auch eine Verteilung der Verantwortung. Und das ist, glaube ich, super wichtig, gerade weil diese ganze Thema digitale Bildung so essentiell ist, einfach für unsere ganze soziale Marktwirtschaft, dass tatsächlich da alle mit anpacken. Sprich wir mit dem, was wir an Expertise und Netzwerk und sage ich mal, Produktionsmitteln an der Hand haben und der Staat tatsächlich eben mit der Verwaltung, mit den Ausbildungsinstitutionen und die Zivilgesellschaft, indem sie mit solchen Programmen, die sie austestet, ins Risiko geht. Schulen können das vielleicht nicht unbedingt immer machen und jeden Tag neue Experimente durchführen. Das machen Lehrer, Eltern und Schüler, glaube ich, nicht mit. Insofern sind wir da, glaube ich, auch so kleine Inkubatoren im Bereich Bildung und testen das vor, was die anderen vielleicht dann in der Breite risikolos machen können. Okay, das klingt danach, als hätten wir vielleicht noch nicht im nächsten Jahr, aber vielleicht in 5 Jahren ja ein Schulfach zum Coden und KI. Oder wie glauben Sie, sieht in 5 Jahren unsere digitale Bildung aus? Gerne eine Frage an beide. Genau, vielleicht nicht unbedingt ein extra Schulfach, sondern hoffentlich ist es integriert in alle Schulfächer, die wir haben, ne? um diese Schulfächer zu bereichern, mit neuem Lerninhalt, Teamstrukturen aufzubrechen oder zu bilden. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Die Technologie bietet wirklich auch für die Gestaltung des Unterrichts ganz neue Möglichkeiten. Ja, das ist so ein bisschen wie die Diskussion rund um, brauchen wir ein Digitalministerium? Also ich bin ja eigentlich der Meinung, ein Digitalministerium braucht man vielleicht, wenn man irgendwie gerade so am Anfang von so einem Transformationsprozess steht. Deswegen finde ich es ein bisschen erschreckend, dass die Politik das im Moment so als Thema überhaupt so in den Fokus nimmt. Und das ist genauso, wie Assad das sagt, das ist Mittel zum Zweck, das ist ein Produktionsmittel, ein Lernmittel, das ist ein Tool für Pädagogik und Didaktik. Und das ist total wichtig, dass man das eben nicht in so ein, ne, sozusagen in das Silo Informatik-Unterricht verpackt, sondern dass das ganz selbstverständlich überall genutzt wird. Weil sonst, wir müssen es mainstreamen. Sonst kommt es sozusagen im Schulalltag und in der Bildung einfach auch nicht wirklich an. Ja, das ist, glaube ich, auch jetzt zum Schluss nochmal eine ganz gute Zusammenfassung, dass wir da einfach schauen müssen, dass wir dieses ganze Thema in die Gesellschaft bringen, da mit ganz unterschiedlichen Akteuren zusammenarbeiten, wie wir das ja hier auch am Digitaltag und mit der Initiative Digital für alle tun. Vielen Dank, Frau Opperle und Frau Paus, dass Sie sich die Zeit genommen haben, jetzt zum Abschluss des Digitaltags noch einmal mit uns zu sprechen und dass Sie den Digitaltag auch als Förderer unterstützen und aktiv mitgestalten. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Sehr gerne. Luisa, ein letztes Mal darfst du uns jetzt noch Veranstaltungshinweise geben. Was wartet denn am heutigen Digitaltagabend noch so auf uns? Ja, Wahnsinn. Ein letztes Mal gibt es die Tipps von mir. Das heißt aber nicht, dass der Digitaltag vorbei ist. Ihr habt nämlich noch 6 Stunden Zeit, euch durchzuklicken durch unser Programm auf der Webseite und auch die Social Wall gerne nochmal zu nutzen. Mit dem Hashtag Digitaltag seid ihr dabei mit eurer Aktion oder mit eurer Erfahrung vom Digitaltag. Genau, unser Livestream kommt jetzt schon zu Ende, aber im Anschluss könnt ihr nach Mannheim virtuell reisen und entdecken, was eine digitale Stadt der Zukunft ausmacht. Ihr könnt aber den Abend auch ganz entspannt virtuell in Hamburg verbringen. Dort gibt es auch einen Livestream mit einem DJ. Oder ihr macht euch auf in die virtuelle Welt des Digitalverbands Bitkom, der jetzt um 18 Uhr seine Türen öffnet. Da gibt es viel zu entdecken. Politik, eine Kunstausstellung mit Schmuckstücken von einer künstlichen Intelligenz entworfen oder sogar einen virtuellen Strand mit Feuerwerk.
Ja, Luisa, es hat wirklich Spaß gemacht, heute durch den Digitaltag mit dir zu führen, hier bei uns im Livestream. Danke auch an das ganze Team, das den Livestream heute mitgestaltet und ermöglicht hat. Wir hatten jetzt knapp 10 Stunden Livestream. Wir hatten ungefähr 30 Gesprächspartner bei uns. Und in Deutschland gab es heute und gibt es immer noch mehr als 2000 Aktionen mit unglaublichen 4.325 Stunden Programm. Das kann sich wirklich sehen lassen. An dieser Stelle auch noch mal ein großes Dankeschön an unsere Förderer Microsoft, SAP, die Deutsche Telekom und Vodafone, die den Digitaltag ermöglicht haben. Danke auch an die Athenecom GmbH, die den Preis für digitales Miteinander fördert, und der FAZ und der WAL GmbH für die Medienkooperationen. Ja, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Digitaltag wieder. Dann auch mit vielen Aktionen in der Fläche vor Ort in ganz Deutschland. In der Zwischenzeit könnt ihr auf unserer Webseite auch den Newsletter abonnieren. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt Infos zum Start der Aktionsanmeldung. Bis dahin schaut aber auf jeden Fall noch in das Programm heute vorbei. Wir wünschen euch einen ganz tollen Digitaltagabend, verabschieden uns an dieser Stelle aus dem Livestream von euch und sagen bis hoffentlich nächstes Jahr. Vielen Dank. Macht's gut. Tschüss.